Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cypsycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und heute befinden wir uns im Grafton Farmhouse. Breaker ist oben rechts, wir brauchen ein Foto, Zeuge, Bereichräuchern, Elizabeth Garcia. Und ich habe ja immer noch so einen kalten Schauer, wenn wir einen weiblichen Geist haben. Die nächsten weiblichen Geister sind ganz sympathisch, aber zum einen ist da die Oma dabei und zum anderen sind die einzigen zwei Krabbelgeister, die weiblichen Geister. Ja, also sind bei den weiblichen Geistern, was? Die einzigen zwei Krabbelgeister und Kindergeister, das wollte ich sagen, sind bei den weiblichen Geistern. Also das ist richtig creepy. Und dann gibt es halt doch Mary. Mary ist da ganz sympathisch, wie die anderen, schwierig. Elizabeth, bist du hier? Elisabeth, warte mal, wir sollten erstmal zu Breaker aufgehen. Einfach nur, damit wir jetzt schon mal, oder dann später mit dem Thermometer rumlaufen können, sollte es notwendig sein. Guten Morgen, lieber Morgen. Aha, hallo, Monsieur Kollege. Ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Freut mich. Schönen guten Abend. Ich hätte mir jetzt schon die Knochen, hätte ich jetzt das Ouija-Board hergenommen, um den Geist zu lokalisieren, aber das ist okay, das brauchen wir nicht. Chill deine Base, Kollege. Vielleicht hole ich dich später ab, schauen wir mal. Auf jeden Fall wissen wir schon mal Interaktionen. Top. Wobei ich zurzeit sogar lieber Füße. Ich würde sagen, weil ich zurzeit lieber Füße fotografiere. Fußabdrücke fotografiere. Und ich finde, es geht einfach ein bisschen schneller. Und man muss dann nicht die ganze Zeit dann die Sanity droppen lassen. Klar, jetzt mit der Tür und so. Ist eigentlich schon sicher, dass man dann einfach gemütlich rausgeht, Minute wartet, weiter labern kann. Aber finde ich ein bisschen schwierig. Zumal ich meistens nicht die Reaktionszeit habe. Die Tür geht zu, ist schon seit 2 Sekunden zu und dann denke ich mir, oh, warte mal, vielleicht soll ich mal S drücken. Ah ja, Monsieur Kollege, wo bist du? Madame. Madame, Monsieur. So, bist du vielleicht hier? Nein? Okay. Elisabeth, zeig dich, mach Beispiel mit mir. Sende Kinder, bist du alleine? Darf ich dir eine Frage stellen? Wer alt bist du? Bist du glücklich? Ist es dein Haus, wenn wir gehen? Was? Jetzt habe ich irgendwie einen Wurm reingebracht. Elisabeth, ich hatte einen Wurm gerade. Interessiert sie nicht. Okay, ich bin auch leicht verwirrt. Elizabeth, zeig dich. Bist du Fluch der Karibik-Fan? Pirates of the Caribbean? Richtig schön gemacht. Gerade auch der letzte Teil Salazars Rache. Top. Also schön animiert, finde ich zumindest. Oder sonst bin ich ein Teil vom dritten Teil. Wo bist du? Maria, Maria. Warte mal, du bist gar keine Maria. Gibt's irgendwas mit Elisabeth? Aha! Mein Gott, der Fuchsschwanz. Mein J. Sie ist richtig aggro. Sie wollte mir den Kopf absäbeln. Okay. Maria, bitte nicht ausrasten. So, die Tür kann zu. Du darfst auf. Okay. Das klingt machbar. Ich habe den Knochen nicht gefunden. Es gibt keinen Knochen. Just saying. Hatte ich hier gerade Freezing? Aber das kann nicht sein. Das war hier im S-Bereich. Ich dachte gerade, ich hätte Freezing, als ich mich hier so im Kreis gedreht habe. Ich hoffe nicht. Das war auf jeden Fall sehr unschön. By the way, ladies and gentlemen. Wer Bock auf Discord oder Twitch hat, unten in die Beschreibung schauen und rechts oben in der Infobox findet ihr mehrere Playlists verlinkt. Unter anderem Sign of Silence, richtig geiles Game, kam vor kurzem ein Update raus. Habe ich früher mal gezockt und da habe ich mir richtig in die Hosen gemacht. Das könnte lustig sein anzuschauen. Foto wird halt übel und Zeuge auch, also nicht böse gemeint, aber ja, nee, ist klar, kriegt einen kompletten Ausraster. Ich bin nicht mal drin. Ich bin nicht drin und sie rastet aus. Da kennt sie gar nichts, das, ne, da... Da macht sie alles zu klein heute. Maria. Warte mal, du bist ja keine Maria. Heißt du vielleicht Elizabeth Maria und da ist der Knochen. Nee, ist klar. Also, den habe ich... Bin ich echt zu blind geworden? Was liegt an den Keylights? Das sehe ich hier fast nicht. Aber es liegt wirklich daran. Maria, Maria. Never find a West Side Story. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du wütend? Sind die Kinder? Bist du hier? Zeig dich. Nope. Sie hat einfach keinen Bock mit uns zu reden. Also dieser Run war sehr produktiv. Wir haben nur Fahrlampe mitgenommen, ohne dass wir Figgis haben. Und wir haben eine Geisterbox mitgenommen, ohne dass sie als Beweis triggert. Ja, nee, ist klar. Und wieso lege ich hier immer alles auf das schwarze Dingens drauf? Ich habe gerade überlegt, ob da irgendwas zweideutig klang, aber ich glaube nicht. Außer mit sehr, sehr viel Fantasie. Und die haben wir nicht. Wait a sec. Erstmal Monsieur Knochen. Man geht standardmäßig davon aus, dass Monsieur Knochen ist, weil es ein Knochen ist. Aber es könnte auch eine Lady Knochen sein. Hat sich darüber schon mal jemand Gedanken gemacht? Oder bin ich der Einzige?
Ich weiß nicht, was deprimierender ist. Dass ich mir darüber Gedanken mache oder dass es vielleicht da draußen noch jemand gibt, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Aber gut, man braucht natürlich auch immer ein bisschen Zeit oder irgendwas, worüber man labern kann, wenn man von einem, also vom Geistraum, zur Van läuft. Somit perfekt, Zeit überbrückt. Top. So, was brauchen wir als nächstes? Worauf habe ich denn Bock? Wir könnten, naja, wir wissen ja schon, wo der Geistraum ist. Wir nehmen jetzt die beiden mit. Nächstes Mal bringen wir dann. Da bringen wir dann noch die zwei Bücher mit rein. Wieso zwei Bücher? Keine Ahnung. Das war jetzt einfach so eine spontane Eingebung. Ich bin, wie gesagt, immer noch ein bisschen unschlüssig, welcher Run jetzt der welcher ist. Deswegen schwierig. Na, schau mal. Maria, Maria. So, und dich platzieren wir hier. Schön hier. Nein, hier. Nein, doch. Ja, hallo. Ja, sehen wir das hier? Nein, da. Perfekt. So nah, wie es geht, an das Ding ins ran. Danke. So, wir machen mal die Tür zu. Ein bisschen Privatsphäre. Da kann er da ein bisschen nackert durch den Dotti laufen. Manche Geister sind ja ein paar Nudisten, deswegen wollen wir da jetzt mal nicht unbedingt zuschauen. Ich bin auch kein Voyeur. Ich wollte gerade sagen, ich bin kein Foyer, aber das natürlich auch nicht. Ihr merkt schon. Obwohl es ein bisschen früher ist und ich ausgeschlafen bin, ist mein Hirn trotzdem muss. Es liegt nicht am Schlaf, dass mein Hirn einfach muss ist. Okay. Madam, wir dürfen loslegen. Madam, bitte jetzt durchlaufen. Buch kann sich auch erheben. Wow. Wow. Ja, nee, ist klar. Also, die ist auf jeden Fall aktiv, du. Also, boah, Wahnsinn. Also, ich komme damit gar nicht klar. Also, wieso habe ich eine Gänsehaut? Ich habe gerade eine richtig krasse Gänsehaut. Könnte vielleicht sein, dass ich bei 24 Grad hier nur so luftig bekleidet bin. Aber schwierig. Foto, das wird heute nichts. Madam, ich weiß, ihr hört mich nicht. Ich habe da drin kein Walkie-Talkie, aber bitte was machen. Oh mein Gott. Das war super, bitte nochmal. Aber diesmal ein Vierer- oder Fünfer-Ausschlag. Ganz ehrlich, wäre da jetzt was passiert, ich wäre ausgerastet. Vielleicht habe ich deswegen eine Gänsehaut. So, Büchlein, Büchlein. Let's go. Gut, was können wir ausklammern? Bis jetzt noch nicht wirklich was. Bei Phoenix hätte auch einfach sein können, dass sie noch keinen Bock hatte. Ich meine, sie macht nicht wirklich viel. Box können wir wirklich. Ja, doch, Box können wir ausklammern, würde ich sagen. Wir sollten sie vielleicht noch ein zweites Mal testen, dann ist es mal ein bisschen schwierig. Aber alles in allem kann man die Box eigentlich irgendwann ausklammern und jetzt ist ungefähr der Fall. Ah, jetzt stimmt, das Buch kann sie ja noch gar nicht bewegen, wenn es noch gar nicht drin ist. Dann würde ich jetzt einfach mal die Dotties umlegen und zwar hier. Mein Gott, wir haben Dotti umgelegt. Mein Gott, ich bin. Dieser Moment, wenn du merkst, deine geistige Gesundheit droppt und ich meine davon, ich meine nicht die im Spiel. Vor allem, wenn du davon ausgegangen bist, dass sie im Grunde sowieso schon auf Null ist, und dann merkst du, okay, da geht's noch tiefer. Dann hast du jetzt das Schicht im Schach. Dann spielst du Phasmo. So, warte mal, wie viele. Achso, die Voodoo-Puppen. Hier haben wir auch noch, sehr schön. Deswegen, ich sag ja, Wingies ist immer ein bisschen schwer nach dem ersten Run auszuklammern, insofern es. Ja, du nicht offensichtlich eine offene Tür gehört hast. Also, keine offene Tür, sondern eine öffnende Tür. So. Wir haben unseren ersten Beweis. Nach 8 Minuten. Das geht schnell, also Wahnsinn. Wenn das gut läuft, nach 24 Minuten sind wir durch. Ah, verdammt, Nebenquest vergessen. Sagen wir eher eine Stunde. So aktiv wie sie ist. Okay. Madam, jetzt bitte nochmal. Dort ist ein umplatziert. Bitte. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwo an Scheiben, sprich Fensterscheiben, Fingerabdrücke habt, wisst ihr ganz genau, das ist der Geisterraum. An anderen Räumen, da wo ihr vielleicht dann auch noch Gegenstände fliegen seht oder vielleicht eine Tür habt oder sonstiges. Wenn ihr da keine Fingis an den Scheiben habt, kein Geisterraum. Aber ihr braucht natürlich erstmal Fingis als Beweis, damit das möglich ist. Aber ich sehe da jetzt, was hat sich da gerade bewegt? Ist es das Buch? Das ist doch das Buch. Das ist das Buch. Das ist der Krampf, ist das. My Link, Dämon, Poltergeist. Okay, dann schauen wir doch mal. My Link bräuchte EMF 5. Ja. Sieht sehr eindeutig aus. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter. Dämon bräuchte Freezing. Haben wir nicht. Und was war das andere? Poltergeist, ne? Poltergeist würde natürlich auch super passen. Der bräuchte die Buch. Der bräuchte die Buch. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das Abo Pichal war, aber ich werde es gleich mal nachschauen. Bereich räuchern und dann probieren wir doch mal die Box. Also, ein Setup. Immer einmal Räucherstäbchen für einmal Feuerzeug. Top. Dann probieren wir jetzt mal die Box. Aber das sah sehr, sehr eindeutig nach EMF 5 aus.
Ich bin gespannt. Wo bist du? Oh, yo. Herpf. Okay, wunderbar. Sehr, sehr schön geräuchert. Top. Ja, Wahnsinn. Ja, super. Haben wir das gemacht. Ich weiß nicht, wieso ich mich selbst beweihräuche. Ah, es tut doppelt weh. So. Ihr wartet mal da auf mich. Ich muss jetzt noch schnell mit der Geisterbox reden. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Du hier. Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Du hier. Zeig dich. Langsam wird's einseitig. Nope, würde ich jetzt erstmal ausklammern. So, Madam, ich weiß, wir sind uns nicht ganz grün, aber Sie dürfen jetzt mir ein EMR5 geben. Das wäre sehr, sehr freundlich, würde es sehr begrüßen. Aber bitte jetzt nicht ausrasten. Machen wir das Licht an. Hat man schon lange nicht mehr. Mein Gott, das sieht wunderschön aus. Ich habe schon lange keinen Raum mehr mit Licht gesehen. Also, top. Madam, jetzt, ich brauche noch mein EMF5. Ich habe es auch schon gesehen, aber das wäre sehr freundlich jetzt. Aber machen Sie einer keinen Stress. Ich habe es nicht eilig. Außer Sie wollen jetzt gleich Fangen spielen. Dann sollte ich natürlich vorher wissen, womit ich es zu tun habe. Ich bin jetzt nicht so der Fan von so Jagdspielchen in gewissen Situationen. Gut. Also nochmal jemand sagen, die Geister sind aktiver geworden. Die war verdammt nochmal aktiv. Aber nicht, wenn ich hier drin bin. Immer typisch. Wenn du drin bist, passiert gar nichts mehr. Vorher. Denkt man jetzt nicht genau drüber nach. Hallo, Madame. Was geht? Madame, Monsieur Kollege. Also irgendwas musst du jetzt schon machen. Gibt dir noch genug Munition? Hallo? Dir ist klar, dass ich hier drin bin, oder? Madame? Was hat denn da jetzt eigentlich Mei Ling noch gebraucht? Mei Ling, achso, Mei Ling ist ja MF5. Genau, und Freezing war Dämon. Wo bist du? Ich würde sehr, sehr stark auf Mei Ling gehen. Aber gut, dann machen wir jetzt was. Die Bücher nehmen wir mit, können wir gleich Fotos machen, dann nehmen wir ein Fotoapparat mit und ein Parabolmikrofon. Da würde ich jetzt nämlich dann mal schauen, ob wir irgendwas hören. Denn ein Mei Ling, in dem Fall eine Mei Ling, machte mehr paranormale Aktivitäten als andere Geister. Was bedeutet, wir sollten jetzt eigentlich da was hören. Ja, jetzt, du willst mich doch komplett verarschen, oder? Jetzt gehe ich raus und jetzt haben wir unser EMF5. Also, Madame, jetzt mal bei allem Respekt, bitte. Wenn ich die Geister verarsche, so hört's und hört's, selten, dass die mal das gleiche schreiben, vor allem so 1 zu 1 kopiert. Da merkt man, der Geist war auch voll. Ah ja, wir haben gar kein Parabolmikrofon. Gut, dann können wir das nicht testen. Beim nächsten Mal ist eins dabei. Würde ich ja gerne versprechen, aber ich glaube da nicht dran. So. Ich will jetzt so mein EMF5 haben. Wir müssen den Geist ja nicht unbedingt sehen. Ist mir relativ egal, wo er, sie, es ist. Gut, wir bräuchten ein Foto, deswegen sollten wir vielleicht ein Fotoapparat mitnehmen. Vielleicht haben wir Glück, aber ganz kann es mir nicht erzählen. Die ist so wahnsinnig aktiv. Da werden wir kein Foto bekommen. Auch nicht Zeugen. Ich meine, wenn sie irgendwas macht. Wo denn? Ja, wo denn? Falls ihr gerade die Sirenen hört, ich gleich nicht mehr da bin und es einen kurzen, seltsamen Cut gibt, dann wisst ihr, ich wurde mitgenommen. Wo bist du? Zeig dich. Hallo, Mädel. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt den Geisterraum gewechselt hast, dann ich verstehe die Welt nicht mehr. Kannst mir nicht erzählen, dass du hier 1, 2, 3, 4, 4 Gegenstände mindestens rumwirfst oder bewegst und dann auf einmal nicht mehr hier bist. Jetzt ausgezogen oder was? Also ganz ehrlich, das ist doch erkrankt, ist das. Madam, hallo? Ajo? Die mag nicht. Die hat keinen Bock. Wir haben jetzt schon, theoretisch haben wir jetzt alles. Das brauchen wir nur noch unser EMF5, das wir auf der Aktivitätsanzeige gesehen haben. Aber nö, sie hat keinen Bock mehr. Ich schaue jetzt mal ein bisschen rum, ob wir hier irgendwo noch irgendeinen Gegenstand finden. Es kann ja sein, dass sie jetzt durch die Wand durchglitschen und dann hier noch Geister rum. Nö. Oben könnte theoretisch möglich sein, aber da endet ungefähr hier oben hier der Geisterraum. Also was bedeutet, hier drüber ist kein Raum. Also kann hier drüber kein Geisterraum sein. Also es kann nur dieser Raum sein. Aber ganz ehrlich, die hat jetzt echt keinen Bock. Okay. Dann wisst ihr was? Auf die Gefahr hin, dass wir falsch liegen. Mach jetzt einfach Fotos von den ganzen Fingies. Ja, wo haben wir denn linkes Fenster? Okay. Dann machen wir jetzt einfach hier ganz gemütlich. Pup.
Und bup. Ja, wir haben jetzt beide gezählt. Ja. Und dann machen wir jetzt noch ein Foto. Lichtschalter vielleicht. Nope, natürlich nicht. Hast du jetzt? Nee. Du musst es komplett ausmachen mit dem. Also ganz ehrlich, ich erkläre jetzt gerade hier im Geist, wie er ein Geist sein kann. Also, was ist denn das? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Also, Madame, bitte. Jetzt schlägt 13. Einmal Ling macht mehrere paranormale Geräusche. Mhm. Gut, vielleicht hören wir es nicht, weil wir kein Parabol dabei haben, aber... Ich weiß nicht mal, ob hier ein Geist ist. No way. Ich würde jetzt einfach sagen, wir tragen bei Ling und fahren. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also kennt ihr das? Habt ihr auch manchmal solche Geister, die einfach komplett miesen Disrespect an den Tag legen und einfach keinen Bock haben? Die einfach sich denken, okay, gut, schön, dass du da bist, ich habe keinen Bock, ich lege mich ins Bett und lauf noch eine Runde. Und ihr müsst dann schauen, dass ihr irgendwas erkennen könnt. Na super. Hier, jetzt auf einmal bin ich draußen, jetzt auf einmal wird es wieder aktiv. Die mag mich komplett, die mag mich nicht. Vielleicht laber ich der zu viel. Jetzt schauen wir doch mal. Meiling. Meiling. Ein Meiling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Schwächen. Meilings geben häufige paranormale Geräusche von sich. Beweise. Immer 5. Fängiges Buch. Also ja, ja, diese paranormalen Geräusche habe ich auf jeden Fall gehört. Also so Scratchen, Hauchen und sowas. Frage, ob das auch dazu zählt, aber sonst. Bräuchten halt ein Parabol haben wir nicht, das nehmen wir beim nächsten Mal mit. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Kannst du vergessen. So, tschüss. Wenn der Geist einfach keinen Bock hat, ich kann auch nichts machen. Oh. Ich gehe jetzt von Meiling aus. Ich bin jetzt mal gespannt. Weil ganz ehrlich, was soll ich machen? Was soll ich machen, Ladies and Gentlemen? Was soll ich machen? Ist nicht so, als ob ich es nicht versucht hätte. Ihr habt es gesehen, das ist kein Geist vorhanden. Hier. Das war ein Meiling. 195, ich bin happy. Ich hoffe, ihr seid's auch. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch habt. Weil ganz angeblich wurden die Geister aktiver. Am Arsch. Ich krieg sowas. Ja, ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.